So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Jetzt kommt die Sonne raus, na toll, dann sehen die Hackbällchen gleich noch ekliger aus als jetzt schon. Ich ekel mich nämlich hin. Muss ich neu machen, wenn die Sonne weg ist. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat mir was mitgebracht letztens aus dem, jetzt muss ich erstmal gucken, es steht nämlich glaube ich noch drauf, aus dem Lidl, ein Käse, sein Lieblingsladen. Und das sind diese zwei Packungen, wo ihr jetzt nicht wisst, was es ist. Ich euch das gleich vorlese, aber fürs Thumbnail das trotzdem nochmal so reinhalt, denn ich habe vor, diese zwei Packungen mit Mad Dog Soße zu probieren, also am Ende dann. Weil irgendwie denke ich mir, passt Mad Dog sowieso dazu und soll ein Running Gag werden, dass man einfach überall Mad Dog Soße drauf klatscht. Das ist von der Firma El Tequito. Bisschen mexikanisch, Partybällchen mit Jalapeno und Käse. Da ist sogar eine Schärfeskala. Die sind pikant, das ist Stufe 1. Dann gibt es scharf, Stufe 2. Feurig, Stufe 3. Das ist aber pikant, Stufe 1. Verzehrhinweis: Für ein optimales Aroma bitte die Packung 5 Minuten vor dem Verzehr öffnen. Punkt. Verzehrfertig. Punkt. Das heißt, du musst sie nicht mal warm machen, du kannst sie auch einfach so kalt essen. Das möchte ich gleich mal ausprobieren. Partybällchen, Jalapeno, Käse. Jetzt ist das Problem, die sind schon seit 1.7. abgelaufen, weil Pupsi immer so viel mitbringt und alles im Kühlschrank verstaut und man dann gar keinen Durchblick mehr hat. Ja, riechen auch abartig, aber die werde ich mir trotzdem gleich mal reinziehen. Wir haben aber noch eine zweite Packung und zwar Partybällchen Mexican Style und alles ist hier schön in der Pfanne gezeigt, aber du sollst sie ja kalt essen. Mexican Style hat gar keine schärfe Skala, obwohl Mexican, hätte ich gedacht, Mexican ist vielleicht pikant und Jalapeno Käse ist vielleicht scharf, also Stufe 2. Vielleicht haben sie es auch nur vergessen, ich weiß es nicht. Partybällchen Mexican Style, zerkleinertes Schweinefleisch mit einer Füllung nach mexikanischer Art. Da ist auf jeden Fall alles gesagt. Die machen wir jetzt auch mal auf. Vielleicht pfeifen wir auch auf das Aroma, bevor wir jetzt 5 Minuten hier sitzen und warten, dass das Aroma entfaltet. Schnüffeln wir kurz und essen einfach mal einen direkt so. So, das riecht auch komisch. Das riecht nach Bismarck-Hering. Nee, nach Brathering. Genau, Brathering. Das ist Brathering-Bällchen, so riecht es. Das riecht nämlich irgendwie so säuerlich und fischig gleichzeitig. Ich habe mir eine super kleine Spezialgabel geholt. Wir probieren erst Mexican-Style Partybällchen, wo ich hoffe, dass sie noch gut sind. Die sehen auf jeden Fall super genial aus. Mit einer Brathering-Note und mal gucken. Ach, wir können ja mal abbeißen, um vielleicht die Füllung zu sehen. So, Mexican ist gefüllt mit irgendeiner roten Pampe. Ansonsten ist das alles zusammengepresst, schmeckt halt irgendwie nach Schwein. Sollte vielleicht eine Art Frikadelle sein, aber irgendwie ist es auch total schmierig. Und hat irgendwie so einen muffigen, unangenehmen Geschmack, ich weiß nicht. Ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt verdorben ist oder über die Zeit ist oder dass es wirklich abartig ist. Ich denke mal, das schmeckt halt wirklich einfach so, wie es gerade ist. Und das ist auf jeden Fall kein Genuss. Und kann ich aber nicht genau sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal das andere hier mit Jalapeno Käse. Hier habt ihr so eine Käsefüllung mit auch noch so roten Dingern dran, was vielleicht rote Jalapeno sein sollen. Schmeckt auch irgendwie nach nichts. Ich würde nicht mal einen Unterschied schmecken zwischen Mexican Style und Jalapeno Käse. Es schmeckt beides irgendwie halt nur muffig und schmierig und fettig und so zusammengepresst. Wenn du so eine richtig alte Bulette hast, so eine richtige Frikadelle-Bulette, zusammengepresst, kalt, also weiß ich nicht. Vielleicht deswegen 5 Minuten nach dem Öffnen warten, bis das Aroma zieht. Vielleicht fehlt dem Ganzen auch einfach nur ein bisschen Pep. Das heißt, ich werde ihn nochmal probieren und diesmal einen Tropfen Mad Dog Soße drauf machen. Wir fangen an mit Mexican. Hauen mal die Mad Dog drauf. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar noch eine warme Version essen. Oh,
da ist getrocknete Maddox-Soße runtergefallen. Wenn die irgendwo drauf hält und du das aus Versehen in den Mund nimmst, dann ist vorbei. Mach mal hier mal jetzt Maddox. Vielleicht fehlt einfach nur ein bisschen Bums. Das war viel zu viel von der Maddox-Soße. So viel hätte das gar nicht sein sollen. Hat auf jeden Fall so. Hat auf jeden Fall gleich direkt einen ganz anderen Geschmack. Du merkst das Maddox-Feeling, du merkst die Schärfe. Du merkst auch, dass das irgendwie spicy ist und irgendwas hat. Wir probieren die Jalapeno-Käse, Frikadelle, Hackbällchen, irgendwas auch noch mit Maddox. Die hole ich nochmal frisch aus dem Kühlschrank. Jetzt stand ich schon ein bisschen hier draußen, vielleicht ist sie deswegen jetzt flüssiger geworden. Deswegen kam so viel raus. Maddox, danke, dass du den Tag gerettet hast. Jalapeno-Käse. Ja. So, die Zunge ist taub, die Zunge brennt, die Zunge ist tot, aber jetzt hat es einen richtig original guten, würzigen Geschmack. Aber das liegt halt wirklich an der Maddox-Soße, ansonsten kann ich die geschmacklich nicht empfehlen. Partybällchen aus dem Lidl. El Tequito Mexican Style. Oder Jalapeno Käse Style. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Denn Kesto könnte das kennen vielleicht, obwohl der ist ja momentan auf einem veganen Trip. Macht mal das noch warm, probiert es noch warm. Ich glaube nicht, ich würde es so lassen, wie es jetzt ist. Durch die Wärme ist ja die Schärfe noch schlimmer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und braucht ihr nicht probieren, lasst es einfach liegen. Ach, wisst ihr was, weil ich der Ramses bin, setzt mal noch einen drauf. Das heißt, ich habe mir jetzt genau 2 Hackbällchen von jeder Sorte warm gemacht, 2 Minuten in der Mikrowelle. Hier ist auch schon irgendwie die Füllung rausgelaufen. Das ganze Fett hat sich hier auf dem Teller verteilt. Das sieht noch schlimmer aus als vorher. Wir probieren es jetzt noch mal kurz, wenn es warm gemacht ist. Partybällchen Mexican Style mit Füllung dran. Das schmeckt plötzlich ganz anders. Ich glaube, so wie das jetzt ist, so kann man das sogar essen. Es ist gar nicht so eklig. Probieren wir mal das Jalapeno mit Käse. Auch hier besser als erwartet, auf jeden Fall besser als kalt. Deswegen verstehe ich nicht, wieso da drauf steht. Einfach Beutel auf, 5 Minuten stehen lassen und dann verzehr fertig. Macht's bitte warm. Ich empfehle euch die Partybällchen aus dem Lidl, die schmecken nämlich ganz gut, habe ich gerade rausgefunden. Ich möchte aber trotzdem beiden nochmal probieren. Mit der Maddox-Soße, weil ich ja eben schon halb gestorben bin und nicht draus lernen. Versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Ich muss nur aufpassen, dass nicht wieder so viel drauf fällt wie eben. Also ganz sanft dosieren. Ein Punkt, das sieht man gar nicht, ist alles schwarz einfach nur. Und Jalapeno-Käse. Passt aber so auch viel besser dazu. Also ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Ich mache mir jetzt hier so ein Knoblauch-Baguette warm und ein Kräuter-Baguette. Werde ein paar von denen dazu essen. Mal gucken, ob Pupsi welche probieren will. Ich glaube, die ekelt sich. Ich habe auch davor. Nochmal mit Maddox hier. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Egal ob warm oder warm mit Maddox, auf jeden Fall nicht kalt essen. Ich habe den Fehler gemacht, keine Ahnung warum.
Normal machst du sowas immer warm. Da stand es jetzt mal so drauf, habe ich dem vertraut. Vertraut nie, was draufsteht. Vertraut, was ihr selber denkt. Das ist viel wichtiger. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Und Partybällchen würde ich aber trotzdem nicht nochmal kaufen, weil irgendwie ekel ich mich trotzdem davor. Ciao.